Arizmi weiter. Arizmis Buch zu diesem Thema wurde ins Lateinische übersetzt und machte auf diese Weise den Westen im 12. Jahrhundert mit den Dezimalzahlen und der Ziffer 0 bekannt. Sein Werk ist das erste in der Geschichte der Mathematik, in dem Gleichungen ersten und zweiten Grades auftauchen. Die Bezeichnung Algebra, arabisch ergänzen, ist zurückzuführen auf einen Lösungsweg in Arizmis Werk. Aus muslimischen Entdeckungen und Erfindungen Meister der Mathematik. Aus Islamik. Link 1. Die Muslime waren auch in der Geometrie, in der Medizin, in der Astronomie, als Historiker, in der Musik, in der Bautechnik, in allen Wissenschaften. Den Europäern bis in das 14. Jahrhundert weit voraus. Sie konnten in Bagdad durch die babylonische Hochkultur gleich an die Wissenschaften der klassischen Griechen anknüpfen. Alexander der Große, der Schüler von Aristoteles, machte Babylon bis zu seinem Tod 323 vor unserer Zeit zu seiner Hauptstadt. Und Bagdad war 50 Kilometer entfernt von Babylon. Avicenna, Link 2. Arabisch Ibn Sina, 989 bis 1037, war ein persischer Arzt, Physiker, Philosoph, Dichter, Jurist, Mathematiker, Astronom, Alchemist und Musiktheoretiker aus der Nähe von Buchara, heute Usbekistan. Er zählt zu den berühmtesten Persönlichkeiten seiner Zeit und lehrte in Isfahan. Sein Medizinbuch, der Kanon, war an den europäischen Universitäten das Standardwerk bis ins 16. Jahrhundert und darüber hinaus noch. Avicenna hatte die Leichen seziert, obwohl das im Islam genau wie im Christentum zu der damaligen Zeit verboten war und zeigt auch in dem zweiten Buch die Zusammensetzung des Körpers mit dem Verlauf der Venen. Die Moslems haben schon Bilder. Beim Istanbuler Sultan sogar Hofmaler. Das Bilderverbot gilt nur für die Moscheen. Es gab in Cordoba schon im Jahre 810 Flugversuche. Abbas ibn Firnas, der Hofdichter, Link 3, flog immerhin 200 Meter weit, hatte aber die Räder für die Landung vergessen und brach sich beide Beine. Nach ihm ist heute ein Flugplatz in Bagdad benannt, die Brücke in Cordoba und ein Mondkrater. Bei den Arabern gibt es in Bagdad schon ab 795 nach unserer Zeit die Papiererstellung, Link 4. Das Verfahren kam von China über die Seidenstraße. Die Araber entwickelten es aber noch weiter. Sie führten Stärke hinzu, damit konnte die Leimung verbessert werden und sie normten die Papierformate. Ab dem 12. Jahrhundert gelangte es nach Spanien, nach Valencia, wo noch heute das Zentrum der spanischen Papierindustrie liegt, da hier viel Flachs angebaut wird. Das handgeschriebene Buch Missal von Silos ist das erste christliche Buch von 1151 und ist in der Bibliothek des Klosters Santo Domingo de Silos in der Provinz Burgos, Spanien, aufbewahrt.
Die Toleranz war in friedlichen Zeiten unter den Religionen sehr groß. Was man allein daran sehen kann, dass Juden und Anhänger christlicher Sekten vor der Intoleranz bei den Christen im Norden sich dorthin flüchteten. Die Juden stellten große Heeresgruppen in der muslimischen Armee und wichtige Offiziere, sogar einen selbstständigen Stadtkommandeur. Die Nichtmuslime zahlten lediglich eine Schutzsteuer, die oft geringer war als die im Norden bei den christlichen Fürsten. Der Bischof von Damaskus zahlte auch bei den Muslimen weniger Steuern als bei den christlichen Steuereintreiber von Byzanz. Die muslimischen, christlichen und jüdischen Wissenschaftler übersetzten gemeinsam die Bücher der Antike. Sie wurden schon in Bagdad vom Griechischen in das Arabische übersetzt. Und diese Bücher wurden mit ganzen Kamelkarawanen nach Spanien geschafft. Zitat Wikipedia: Die Bibliotheken und Universitäten von Al-Andalus waren in Europa und in der islamischen Welt berühmt und renommiert. So kam nach der Eroberung von Toledo im Jahre 1085 Einschub NN durch den christlichen König Alfons VI., der aber die Arbeiten mit den muslimischen, christlichen und jüdischen Dolmetschern weiter fortführen wollte. Gelehrte aus anderen Ländern dorthin, um Übersetzungen wissenschaftlicher Literatur aus dem Arabischen ins Lateinische anzufertigen. Der bekannteste von ihnen war Michael Scotus, um 1173 bis um 1235, Link 5, der die Werke von Averroes und Avicenna später nach Italien brachte. Dieser Wissenstransfer hatte starken Einfluss auf die Entstehung der Scholastik im christlichen Europa. Scholastik gleich Rede, Gegenrede, Auswertung. Durch seine immer noch währende Nähe zum Islam war Toledo eine der wichtigsten Städte der Bildung. Hier waren schon verschiedene bekannte Übersetzer tätig, wie zum Beispiel Johannes von Sevilla, Hermann von Carinthia, Adelard von Barth, der als erster Student aus Britannien kam, und Gerhard von Cremona. Aristoteles ist in Bagdad auf Arabisch übersetzt worden und gelangte durch Gerhard von Cremona 1114 bis 1187, Link 6, der in Toledo wirkte, zu den christlichen Gelehrten nach Europa. Im Lauf von mehr als 40 Jahren übersetzte Gerhard mindestens 70 philosophische und naturwissenschaftliche Werke aus dem Arabischen ins Lateinische, wobei die Zuschreibung nicht in allen Fällen als gesichert gelten kann. Zu diesen Werken zählte unter anderem 24 Medizinschriften, darunter einige Werke Galens und Avicennas, Kanon der Medizin, 17 mathematische und optische Schriften, darunter Euklids Elemente und das Lehrbuch der Algebra von Arizmi, 14 Texte zur Logik und Naturphilosophie. Dazu zählen unter anderem von Aristoteles dessen Physik und Meteorologie, 17 astronomische Werke, darunter den Almagest von Ptolemäus, vollendet 1175, die von Al-Zarqawi bezeichneten
Toledaner Tafeln und das Isla Almagesti, Korrektur des Almages von Gabi ibn Afla. Zitat Ende. Alles aus Wikipedia. Naja, das geht jetzt ellenlang so weiter. Die griechischen Bücher waren oft nicht mehr auffindbar oder verrottet, denn die Griechen schrieben noch auf Papyrus. Aber sie wurden in Bagdad ins Arabische übersetzt. Alle Klöster in Europa, und das waren im frühen Mittelalter die Universitäten des Adels, füllten ihre Bibliothek auf mit den Abschriften der Übersetzungen der griechischen und arabischen Gelehrten. Dadurch konnten die Mönche aus dem dunklen frühen Mittelalter direkt in eine Welt voller Gelehrsamkeit springen. So ging es dann sehr schnell, dass wir bei Kolumbus und der Renaissance sind. Dann war es nur noch ein kleiner Schritt zur Aufklärung Mitte des 18. Jahrhunderts und in die Neuzeit. Ohne die Muslime würden wir heute noch vielleicht gerade romanische Kirchen bauen und wüssten nichts von Aristoteles, Pythagoras, Arizimi und Avicenna und von Amerika. Und in 100 Jahren würden uns die Azteken entdecken und uns zum großen Quetzalcoatl-Gottestum bekehren, dem wir zu Weihnachten immer 100 Jungmänner und 400 Jungfrauen opfern müssen. Wann und warum sind die Muslime hinter die Christen wirtschaftlich zurückgefallen? Der Grund, warum die Muslime zurückgefallen sind, liegt einmal daran, dass der Enkel von Genghis Khan, Ülegü Khan, 1238 Bagdad, die Hauptstadt der Araber, überfallen hat. Die Mongolen ermordeten 100.000 bis vielleicht 1 Million, verbrannten die Bibliotheken, verwüsteten die Kanalisation und besetzten Bagdad für 100 Jahre. Die Einnahme der Stadt wurde als der Endpunkt der Blütezeit des Islam angesehen. Link 7. Bagdad war nicht mehr die Hauptstadt der westlichen Welt. Das wurde jetzt Venedig. In Venedig suchte man Kapitalgeber für die Schiffsausrüstung. Diese Suche war nur erfolgreich, wenn man den Kapitalgeber für die Geldleihe einen Ausgleich, einen Zins gab. Also hoben die Bankhäuser das Zinsverbot der christlichen Kirche wieder auf. Die Zinseinführung hat in Europa die Geschäftstätigkeiten der Manufakturen, Bergwerksgesellschaften und Schifffahrtsunternehmen so zum Erblühen gebracht, dass Europa locker die arabische Welt dann überrunden konnte, die ihr Zinsverbot nicht aufgehoben hatten. Vergleiche, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Der Feudalismus, Link 8. Nun hat die zugleich glorreiche und traurige Geschichte ihr Ende gefunden. Was können wir daraus lernen? Erstens, in dem Moment, wo alle Menschen, egal welcher Religion und welche Nationalität, zusammenarbeiten, kommen alle viel weiter. Als die Römer im 5. Jahrhundert keine Ausländer mehr haben wollten, ging es mit dem Imperium ganz schnell zu Ende. Zweitens, es sind nicht die Religionen, die zu bestimmten Verhaltensweisen führen und uns trennen, sondern der soziale Entwicklungsstand führt zu nationalen gegensätzlichen Traditionen. Das bedeutet, dass es das Ziel sein muss, dass alle Länder der ganzen Welt
gleichmäßig entwickelt sein müssen und überall gleicher Lohn für gleiche Arbeit bezahlt werden muss. Für Frau und Mann auch die internationale Solidarität. Norbert Nelte, Internationalen Sozialisten.